Es ist Herbst, die Blätter fallen, die Tage sind kurz. In diese Zeit fällt der Martinstag. Die Geschichte vom heiligen Martin wird heute immer noch gerne den Kindern erzählt. Während sie mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen, erinnern sie sich mit Liedern und Geschichten an den Heiligen, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte. An den Heiligen, der durch diese Tat Licht in das Leben eines anderen Menschen brachte. Der St. Martin war ein Soldat und dann ist er einmal ausgeritten. Und dann hat er einen Bettler getroffen. Dann hat er seinen Mantel geteilt. Dann wollten alle Einwohner, dass er Bischof wird. Aber der war ein bisschen eingeschüchtert, weil dann in der Kirche sind ja so viele Leute, da musste so vor so vielen Leuten sprechen. Dann hat er sich im Gänsestall versteckt. Und dann haben die Leute ihn halt gesucht. Dann haben die Gänse mit ihrem Quack ihm halt verraten, dass er im Gänsestall ist. Dann wurde er Bischof. Und dann hat er keine Angst mehr gehabt. In unserer diesjährigen Martinsaktion möchten wir Ihnen ein Projekt vorstellen, das sich um die bedürftigen Kinder in Indien kümmert, die wenige schöne Stunden in ihrem Leben verbringen. Diese Kinder gehören den untersten Kasten in Indien an. Sie wachsen unter ärmsten Verhältnissen auf. Viele von ihnen gehen nicht zur Schule oder brechen sie ab. Sozial sind sie vernachlässigt. Vor ein paar Jahren durfte ich ihnen begegnen und sie brauchen wirklich unsere Hilfe. In Hyderabad, im südindischen Bundesstaat Telangana, haben die Steyler Missionare ein Heim für Straßenkinder gegründet, die keine Perspektive haben. Das Heim bietet ihnen nicht nur Unterkunft, Nahrung und Kleidung, sondern vor allem auch eins: Fürsorge, Liebe und ein Zuhause. Auch schulisch werden sie betreut, damit sie ihre Schullaufbahn erfolgreich abschließen können und eine berufliche Zukunft haben. In den letzten Jahren ist das Heim zu klein geworden. Deshalb muss das Gebäude für die Mädchen aufgestockt werden. Zusätzlich zu den Schlafzimmern soll auch ein angenehmer und ansprechender Aufenthaltsraum entstehen, sodass die Mädchen sich rundum wohlfühlen können. Mit dieser Martinsaktion möchten wir symbolisch mit den Kindern in Indien den Mantel teilen. Helfen Sie uns, damit wir den Kindern in Indien ein Dach über den Kopf und eine Zukunft ermöglichen. Vielen herzlichen Dank für Ihre großzügige Unterstützung. Gott segne Sie.